alles, was ist, Fit for Kids, Fit for Kids. Mit Ernst oder Witz bringen wir seit ihr hier Nasidat und Adfal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und vor allem liebe Nasidat und Adfal. Willkommen, willkommen, so wie bei jeder Sendung von uns, in denen wir euer Wissen über verschiedene Themen erweitern. Die heutige Sendung beschäftigt sich mit dem Thema Yawm al-Khilafat. Auch wenn wir bereits andere Sendungen darüber hatten und euch viel über die Khulafa und über ihre Biografien erzählt haben. Friede sei mit ihnen. Und da ihr nun hoffentlich mehr über sie wisst und sie so kennenlernen durftet, werden wir andere Themen, die aber auch mit den Khalifen zu tun haben, besprechen. Falls ihr jedoch nicht viel über ihr Leben wisst, dann schaut die Sendung beispielsweise auf YouTube unbedingt nach. Doch bevor wir überhaupt etwas machen, hören wir uns zuerst die wunderschönen Worte des Heiligen Koran an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Übersetzung: Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verfluchten. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Er ist es, der euch zu Nachfolgern auf der Erde machte und die einen von euch über die anderen erhöhte um Rangstufen, damit er euch prüfe durch das, was er euch gegeben. Wahrlich, dein Herr ist schnell im Strafen, wahrlich, er ist allverzeihend barmherzig. In diesem Koranvers sagt uns Allah Ta'ala, dass er gewiss auf die Erden, also Nachfolger, bestimmt. Khalifen sind sozusagen Vertreter der Propheten Allahs und verkünden uns, erinnern immer wieder daran, was die Propheten lehrten. Daher sagt Allah in diesem Koranvers, dass er uns auch prüft, indem er Khalifen als Führer bestimmt, um zu sehen, wer an diese göttliche Segnung festhält und dem Imam der Zeit vollste Gehorsamkeit erweist. Vollste Gehorsamkeit bedeutet, dass man stets das tut, was er so möchte, anstatt darauf zu gucken, was man selbst möchte und worauf man im Moment selbst Lust hat. Auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtete über die Khalifenzeit. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Das Prophetentum wird unter euch weilen, solange Allah es will. Dann wird Allah es hinwegnehmen. Dann wird ein Khalifentum folgen, und zwar auf der Grundlage des Prophetentums, das so lange andauern wird, wie Allah es will. Dann wird Allah es hinwegnehmen. Ihm wird ein Königtum der Unterdrückung folgen, das so lange andauern wird, wie Allah es will. Dann wird Allah es hinwegnehmen. Danach wird es wieder ein Khalifentum geben, auf der Grundlage des Prophetentums. Danach schwieg der Prophet. Hier kündigte uns der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam deutlich voraus, dass es verschiedene Zeitstufen geben wird. Und genauso wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart bekommen hat und es vorausgesehen auch geschehen ist.
In der letzten Stufe spricht er davon, dass ein Prophet erscheinen wird und als letztes dann vom Khalifentum. Die Wahrhaftigkeit dieser Prophezeiung können wir heute mit unseren eigenen Augen sehen. Hierbei unseren geliebten Hazur, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadullah Tala bin Nasr Aziz. Khalifen sind die spirituellsten Lebewesen, die die engste Bindung zu Allah haben und deshalb ganz besonders sind. Doch um mehr darüber zu erfahren, passt ihr lieber jetzt ganz gut auf. Das Khilafat. Allah hat in der Sura An-Nur, Vers 56, dem Mu'minin das Khilafat versprochen. Mu'minin bedeutet auf Deutsch Gläubige. Und die Gläubigen glauben ganz fest an Allah. Und für die Gläubigen ist ganz wichtig Allah und sein Wille. Und sie lieben Allah über alles. Darum, bevor die irgendetwas machen, überlegen sie erst, wer wird es Allah gefallen. Die gestalten ihren Leben, wie Allah es will. Khilafat ist das System, welches Allah für seine Gläubigen errichtet hat. Es gibt auch Überlieferungen, in denen das System des Khilafats erklärt wird. Nach einer Überlieferung sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Jedem Prophetentum folgt ein Khilafatum. Demnach trifft ein Prophet ein und verkündet die Botschaft Allahs. Er ruft die Menschen dazu auf, den rechten Weg einzuschlagen. Diejenigen Menschen sind glückselig, die den Propheten Allahs erkennen, ihm folgen und eine Gemeinschaft bilden. Nach dem Ableben eines Propheten wird Allah diese Gemeinde festigen und dieser weiterhelfen, damit sie ihr Ziel erreichen können. Und liebe Kinder, ihr wisst, das Ziel eines Gläubigen ist es, eine Verbindung zu Allah aufzubauen und diese so sehr zu stärken, dass Allah zu ihrem vertrautesten Freund wird. Könnt ihr euch vorstellen, Allah, den Allmächtigen, als Freund zu haben? Das vereinfacht das Leben doch sehr. Er ist immer da, um euch zu helfen und um euch zu schützen. Um den Gläubigen zu helfen, errichtet Allah nach dem Ableben eines Propheten ein Khilafatum und lässt die Gemeinde dadurch weiterblühen. Durch das Khilafat wächst die Gemeinde und sie verstärkt sich. Nicht nur als ganze Gemeinde, sondern jeder einzelne Anhänger kann durch das Khilafat seinen Glauben stärken und erfolgreich sein. Das Khilafat ist ein einzigartiges Geschenk, eine große Huld Allahs. Das Oberhaupt des Khilafats nennt man Khalifa. Khalifa ist arabisch und bedeutet Nachfolger. Der Khalifa ist der Nachfolger des Propheten. Er übernimmt seine Aufgaben und setzt sie fort. Er leitet die Anhänger seiner Gemeinde in allen Angelegenheiten. Der Khalifa steht während seiner Amtszeit Allah am nächsten. Allah offenbart den Khalifen den richtigen Weg. Dadurch kann der Khalifa die Gemeinde leiten und weiß am besten, auf welchem Wege die Jamaat Erfolge erreichen wird. Weiterhin wird die Jamaat durch den Khalifen geschützt, da Allah Ta'ala vor zukünftigen Gefahren warnt. Allah spricht und leitet uns durch den Khalifen. In der Sura An-Nur hat Allah nicht nur das Khilafat versprochen, sondern auch die Bedingungen dafür aufgestellt. Nämlich, dass das Khilafat bestehen bleibt, solange die Mu'minin mit dem Khilafat verbunden sind. Heute sind wir als Ahmadi-Muslim-Gemeinde die einzigen, die mit dem Khilafat nach dem Prophetentum des weißen Messias al-Islam gesegnet sind. Hazrat Masih Maud al-Islam wurde als Schattenprophet gesandt, um den wahren Islam wiederherzustellen. Hazrat Masih Maud al-Islam lehrte uns den Islam, den uns Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht und gezeigt hat. Nach seinem Ableben hat Allah uns Ahmadi-Muslime mit dem Khilafat gesegnet. Hamara Khilafat be-iman hai, ye millat ki tanzeem ki jaan hai. Hamara Khilafat be-iman hai, ye millat ki tanzeem ki jaan hai. Hamara Khilafat be-iman hai, ye millat ki tanzeem. Seit 108 Jahren sind wir mit dem Khilafat gesegnet.
Hazim Mirza Masroor Ahmed, möge Allah sein Helfer sein, ist unser fünfter Khalif von Hazrat Masih Maud al-Islam. Nun ist es unsere Aufgabe, sogar unsere Pflicht, eine Verbindung mit dem Khalifen der Zeit zu pflegen. Das heißt, wir müssen seine Anweisungen folgen, auch wenn es uns manchmal schwerfällt, damit wir auch an den Segnungen des Khilafat der Ahmadiyya teilhaben. Der 27. Mai ist ein wichtiger Tag für uns Ahmadis, denn es ist Yawm al-Khilafat. An diesem Tag hat Allah uns mit dem Khilafat gesegnet. Daher bedanken wir uns bei Allah für seine Segnung und erneuern unser Versprechen, dem Khalifa der Zeit gehorsam zu sein. Möge Allah uns ermöglichen, stets mit dem Khilafat der Ahmadiyya verbunden zu bleiben. Amin. Jetzt, nachdem wir erfahren haben, kommen wir zum Khalifat al-Masih al-Awwal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kommen wir nun, liebe Kinder, zum ersten Khalifen nach Hazrat Masih Maud al-Islam. Wir werden über seine einzigartige Rolle sprechen und über die besondere Verbundenheit mit dem verheißten Messias al-Islam. Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Saib äußert sich dazu wie folgt: Als ich in meine Heimat zurückkehrte, war ich sehr besorgt. In dieser Zeit erhielte ich die frohe Botschaft über einen Reformer, der die Ankunft des Mahdis und Messias verkörpere. Ich eilte zu ihm und erkannte sofort, dass dies jener Mensch war, den Allah für die Wiederbelebung des Islams auserkoren hatte. In Anbracht dieses göttlichen Segens warf ich mich nieder. Daraufhin erfüllte mich eine innige Liebe zu Hazrat Masih Maud al-Islam. Ich legte an seiner Hand den Treueid ab, schenkte ihm all mein Hab und Gut und stellte ihn über meine Eltern, meine Freunde und Vertrauten und all jene, die mir wichtig waren. Liebe Kinder, liebe Zuschauer, konntet ihr auch die vollkommene Liebe zu Hazrat Masih Maud al-Islam raushören? Er hat alles, was ihm lieb war, aufgegeben und allein Hazrat Masih Maud al-Islam und seiner Jamaat sein Leben gewidmet. Er, radiallahu ta'ala anhu, hat sogar ein Qasida zu ihm in Ehren verfasst. In den ersten Gedichtstrophen schreibt er zum Beispiel: Bei Gott, seit meinem ersten Treffer mit Hazrat Masih Maud al-Islam verspüre ich einen enormen Fortschritt in meiner Rechtschaffenheit, nachdem ich diesen Ahmed kennengelernt habe. Solche große Persönlichkeiten sollten uns zum Nachdenken bringen. Wenn wir hören, wie intensiv seine Liebe zu Hazrat war, müssen wir überlegen, ob wir denn auch eine solche Bedingung zum Khalifen der Zeit pflegen, zu Hazrat Masih Maud al-Islam. Zu Hazrat Mirza Masroor Ahmed Ayyad Allah Ta'ala bin Astil Aziz. Auch Hazrat Masih Maud al-Islam selbst empfand gleichermaßen gleiche Verbundenheit, denn er betete zu Allah sehr viel, dass er ihm einen solchen Menschen schicken soll, der ihn bei seiner großen religiösen Aufgabe unterstützt und zur Hand ginge. So kam es, dass er die frohe Botschaft über einen Faruq erhielt. Faruq bedeutet im Arabischen jemand, der richtig von falsch unterscheiden kann. Damit wird auch auf Hazrat Umar Faruq radiallahu anhu hingewiesen. Dem zweiten Khalifen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ebenso eine besondere Verbundenheit zu den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte. Wie Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin radiallahu anhu zu Hazrat Masih Maud al-Islam. Doch hören wir uns an, was der verheißene Messias al-Islam selbst in seinem Buch Einer Gemalat al-Islam über sein Gebet und dessen Erfüllung sagt. Seit dem Tag, als mich Gott zum Mahdi auserkoren hatte und mich dieser lebendige und auf alle Ewigkeiten existierende Gott selbst lebendig machte, keimte in mir der Wunsch nach Helfern für den Dienst am Islam auf. Ein Wunsch, der stärker war als das Verlangen eines Durstigen nach Wasser.
Ich betete Tag und Nacht, dass ich alleine sei und mir ein Gefährten und Helfer zur Seite gestellt werde. Ich betete viel und schließlich erhörte Allah meine Gebete und stellte mir einen wahrheitsliebenden und aufrichtigen Gefährten zur Seite, der das Auge meiner Helfer und die Essenz meiner Freunde ist. Nuruddin Radiyallahu Anhu ist sein Name. Liebe Kinder, hört selbst, was für wunderschöne Worte unser Prophet Mahdi, der Hazrat Khalifatullah, verwendete. Zumal können wir daraus lernen, wie sehr Allah unsere Gebete erhört. Das heißt, wenn wir auf der Suche nach einem Freund oder Helfer sind oder auch andere Probleme oder Wünsche haben, dann müssen wir uns an Allah wenden. Denn der allein ist der Gebende und Belohnende. Wer Gebete erhört, solange man nicht aufgibt, steht weiter betet. Des Weiteren lernt man daraus, selbst ein Helfer und Freund für andere zu werden. Vor allem für die Jamaat und Hazur Akdas Ayyudala Tala bin Estil Aziz. Doch um auch den Weg solcher hohen Persönlichkeiten einzuschlagen, muss man wie sie auch Opfer bringen. Spiel, Spaß und Freude, von der wir Kinder vor allem nicht genug bekommen, müssen wir dann lernen, mehr aufzugeben. Und Gott wird uns aber selbst belohnen, wie auch unseren geliebten Khalifen. Er spielte eine außergewöhnliche, besondere Rolle. Nun hören wir uns ein Gedicht geschrieben von Hidayat Lahib Saib an. Möge Allah ihm gnädig sein. Ohne Khilafat ist der Islam wie Saat ohne Ernte, wie Erde ohne Regen. Ohne Khilafat ist der Islam wie Sonne hinter Wolken, wie Essen ohne Segen. Was ist der Islam ohne Khilafat? Nur mit Khilafat kann der Islam siegen. Was ist der Islam ohne Khilafat? Nur mit Khilafat kann der Muslim fliegen. Ohne Khilafat ist der Islam ein Mund ohne Stimme, ein Körper ohne Kleid. Ohne Khilafat ist der Islam ein Baumstamm ohne Krone, eine Uhr ohne Zeit. Was ist der Islam ohne Khilafat? Nur mit Khilafat kann der Islam siegen. Was ist der Islam ohne Khilafat? Nur mit Khilafat kann ein Muslim fliegen. Ohne Khilafat ist der Islam eine Rose ohne Duft, ein Herz ohne Blut. Ohne Khilafat ist der Islam eine Biene ohne Honig, ein Feuer ohne Glut. Was ist der Islam ohne Khilafat? Nur mit Khilafat kann ein Muslim fliegen. Ohne Khilafat ist der Islam ein Haus ohne Schmuck, ein Vogel ohne Lied. Ohne Khilafat ist der Islam ein Meer ohne Fluss, ein Eisen ohne Schmied. Was ist der Islam ohne Khilafat? Nur mit Khilafat kann der Islam siegen. Was ist der Islam ohne Khilafat? Nur mit Khilafat kann ein Muslim fliegen. Nach dieser Erfrischung kommen wir zum nächsten Segment. Bashiruddin, Bashiruddin, in deinem Schatten will ich ziehen. Das schrieb ein Hidayat Lahib Saib über den zweiten Khalifa, über den ihr mehr erfahren sollt.
Der zweite Nachfolger, der Khalif des verheißenen Messias, hegt einen eigenen besonderen Platz. Denn er wurde Hazrat Masih Maud alaihi salam als der verheißene Sohn prophezeit und vorausverkündet. Daher feiern wir für ihn das Yaum Muslim Maud. Doch ihr wisst bestimmt schon darüber Bescheid, denn in jeder Jamaat Halka wird auch Yaum Muslim Maud gefeiert. An diesem Tag werden seine Taten gezeigt und vor allem auch die Erfüllung des Versprechens Allahs, welches er Hazrat Masih Maud alaihi salam gegeben hatte. Denn als der verheißene Messias alaihi salam 40 Tage lang alleine zu Allah betet, so bekam er die frohe Botschaft eines frommen Sohnes, der viele unvergleichbare Eigenschaften besitzen wird. Doch, liebe Kinder, unsere Geschwister aus der Sendung, Islamische Kindersendung, haben dazu auch eine Extra-Sendung zu dem Thema Yaum Muslim Maud gedreht, die, wie wir finden, sehr gelungen ist. Auch auf YouTube ist diese hochgeladen. Deshalb schaut sie euch bitte an, um genaueres über Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed Razi Allah Ta'ala Anhu zu erfahren, damit ihr einen Einblick darüber bekommt und etwas über die Charaktereigenschaften von Hazrat Muslim Maud erfährt. Dies sind die Bücher, die eben gezeigt wurden. Sie wurden inzwischen auf Deutsch übersetzt und heißen das Gedenken Allahs sowie das Wesen Gottes. Auch wir sollten diese Bücher lesen und den Wissen, den verheißenen Sohn von Gott selbst erhalten hat, uns aneignen. Außerdem sollten wir uns ein Beispiel an ihm nehmen, der seit dem frühen Kindesalter schon alle Gebete verrichtete. Machen wir dies auch. Es reicht nicht aus, immer wenn wir nur sagen, dass wir Ahmadi sind. Denn bis wir nicht dies befolgen, was von uns erwartet wird, können wir auch keine Ahmadis mehr sein. Hazure Akdas Aida Hulatala bin Nasir Aziz betont dies auch immer wieder in seiner Ansprache. Ob wir denn auch wirklich beten oder nur bloß mit dem Mund sagen, dass wir Ahmadis sind, oder möge Allah uns dazu befähigen, in die Fußstapfen von Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed Razi Allah Ta'ala Anhu zu treten. Denn Allah zeigt seine Zeichen durch seine Gesandten, damit wir dadurch so werden wie sie und nicht nur um sie zu bewundern. Wie ihr lieben Kinder hören konntet, wurde bereits eine ganze Sendung über den zweiten Khalifa Rasulullah Anhu gedreht, und zwar von unserer Nachbarsendung Islamische Kindergeschichten. Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Sendung schaut. Auch unsere frühere Sendung zu den gleichen Themen in YouTube könnt ihr auch andere Sendungen von Fit for Kids finden, die zum Thema Yaum Khilafat sind. Wir versuchen euch immer neue Inhalte und zu präsentieren, so dass sich euer Wissen stets erweitert. Aber um überhaupt Näheres über die Persönlichkeiten des Khalifen zu lernen, solltet ihr die vorherigen Sendungen schauen. Genau, denn diese bilden erstmal die Grundlage. Heute erwähnen wir aber andere Punkte über unser gesegnetes Khilafat-System. Aber schaut auch ruhig jetzt mal zu Ende und informiert euch dann über die anderen Sendungen später. Und wir legen weiter los mit dem dritten Khalifen. Jeder Khalifa besitzt seine eigenen besonderen Eigenschaften, die ihm von Gott verliehen werden, mit denen er verschiedene wichtige Aufgaben erledigen kann. So auch Hazrat Mirza Nasir Ahmed Rahmatullah Alayh, der dritte Nachfolger des verheißenen Messias. Er war der Sohn von Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed Rahmatullah Alayh. Dies beweist, wie sehr Allah die Familie des verheißenen Messias segnet, indem er die nächsten Generationen zu unseren spirituellen Führern macht. Khalifatul Salis war bereits mit 13 Jahren Hafiz. Das bedeutet, dass er da schon den ganzen Koran auswendig konnte. Mashallah. Dies sollte für uns Kinder eine Lektion sein, jedoch schaffen es erst viele, den Koran mit 13 erst fertig zu lesen, anstatt ihn schon auswendig zu können.
Daher sollten wir mit viel Dua für uns selbst und Mühe versuchen, auch den Koran zu lernen. Hazrat Mirza Nasir Ahmed, Rahmatullah Aleh, brachte in seiner Khalifenamtszeit die Jamaat durch Gottes Segen sehr weit. Er trieb viele Projekte an und reiste auch durch Europa, um die Botschaft des Friedens in alle Teile der Welt zu verbreiten. Allah, der Allmächtige, hat gewiss durch den dritten Khalifa unter anderem sein Versprechen, das er dem verheißenen Messias gegeben hatte, wahrgemacht. Nämlich, ich werde deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. So hielt Hazrat Khalifa Salis, Rahmatullah Aleh, Reden in Amerika, London oder Spanien, wo er auch die erste Moschee nach über 700 Jahren gründete. Er bekam viel Aufsehen. Zum ersten Mal besuchte Hazur Europa 1967. Dabei hielt er beispielsweise eine Empfangsansprache in Zürich in der Mahmud-Moschee. Auch viele Journalisten und Nachrichtensprecher nahmen daran teil. So gab er auch ein Interview für das Schweizer Fernsehen ab. Kennt ihr eigentlich das Buch Ein Mann Gottes? Das Buch wurde über den vierten Khalifen Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahmatullah Ali geschrieben. Bevor wir zum Ende der Sendung kommen, werden wir nun wertvolle Tipps hören. Ihr könnt euch auch Notizen dabei machen, denn es geht jetzt um unseren derzeitigen geliebten Imam Hazur Anwar Adalatala bin Abdulaziz. Ihr könnt erfahren, wie ihr einen Brief an ihn schreiben könnt und wieso dies so wichtig ist. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Kinder, Allah, der liebenswürdige Führer, hat uns das Khilafat geschenkt. Ja, auch heute muss jeder bezeugen, dass unser geliebter Hazur, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz, jeden Tag für unsere Jamaat und vor allem für uns Kinder betet. Aber auch für den Rest der Welt, seien es Muslime oder Christen. Wir Kinder sehnen aus nach einem Vorbild, nach jemandem, der stets für uns da ist und uns die richtigen Wege aufzeigt. Alhamdulillah haben wir Hazur. Er besucht uns, beschenkt uns und baut mit jedem einzelnen Ahmadi einen persönlichen Kontakt auf, egal ob Erwachsener oder Kind. Hazur antwortet jeden per Brief, obwohl es Millionen von Ahmadis auf der Welt gibt. Außerdem dürfen wir ihn zusammen mit der Familie für persönliche Gespräche treffen. Hazurs Aufgaben und Dienste kann man nicht aufhören. Weder kann man annehmen, dass dies eine einzige Person leisten kann. Doch wir wissen, dass unser Gott, der Größte ist, gibt die Kraft, wem er will und wie er möchte. So befindet sich Hazur stets im göttlichen Schutz und Segen, denn er ist die erste Person, die Allah heute am nahesten steht. Wenn wir zu Allahs Freunden zählen wollen, dann können wir dies allein durch Hazur und seine Anweisungen erreichen. Doch um dies überhaupt schaffen zu können, müssen wir zuhören, was er uns sagen möchte. Danach müssen wir versuchen, dies umzusetzen. Dafür hält Hazur Öktes jede Woche am Freitag nur für uns Ansprachen. Doch schätzen wir seine Mühe, die er für uns auf sich nimmt? Hören wir wirklich jede Woche genug zu, was Hazur sagt? Und wenn wir etwas nicht verstehen, fragen wir jemanden danach? Machen wir Notizen und verstehen und versuchen wir auch alles umzusetzen, was Hazur sagt? Um überhaupt etwas zu schaffen, sollten wir Hazur Ayatollah Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz selbst unsere Gedanken und Wünsche schreiben. Wir dürfen ihm alles schreiben, was uns am Herzen liegt, und um Gebete bitten, um der Verantwortung, die wir haben, auch wahrzunehmen und tragen zu können. Auf der Webseite www.atfal.de gibt es auch eine Vorlage, wie man denn einen Brief an Hazur schreiben kann. Diesen könnt ihr auch drucken. Wichtig ist, dass ihr immer euren Namen, den Namen eures Vaters, eure Hülka und Jamaat nennt, sowie euren Alter. Damit Hazur Ayatollah Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz weiß, wer ihm schreibt. Außerdem, in welcher Klasse ihr seid.
Überlegt ganz gut, was ihr Hasur gern sagen würdet. Fragt euer Herz, was für Freudenwünsche oder auch Probleme es hat. Und egal was es ist, ihr könnt es mit unserem geliebten Hasur teilen. Viele Ahmadis, die regelmäßig an Hasur Ayatollahu Ta'ala Benisse Hilazis Brief schreiben, bezeugen, dass nachdem sie Hasur einen Brief geschrieben haben, ihre Probleme gelöst wurden. Also ran ans Stift und fangt an zu schreiben. Wenn es euch schwerfällt, dann nehmt am besten Hilfe von einem Erwachsenen oder älteren Geschwister. Ich bin mir sicher, ihr werdet es hinkriegen. Inshallah. Liebe Kinder, wenn ihr euren Wunschbrief geschrieben habt, nehmt euch ruhig Hilfe dabei, es abzusenden per Post. Ansonsten schreibt uns doch einfach eine E-Mail unter fitforkids@nta-tv.de. Wenn ihr noch Fragen habt, egal welche, oder schreibt uns, wie euch die Sendung gefallen hat, gerne könnt ihr auch uns selbstgemalte Bilder schicken. Wir würden uns freuen, auch wenn ihr mal selbst an einer Sendung teilnehmen würdet. Wenn es dann Inshallah heißt, Fit for Kids. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alles, was alles, was ist, Fit for Kids, Fit for Kids. Mit Ernst oder Witz bringen wir seit ihr hier Nasirat und Adfal. Alles, was alles, was ist, Fit for Kids.